Lieber Robert Stolz, als Landeshauptmann der Steiermark überreiche ich Ihnen als einen der berühmtesten Söhne unserer Heimat unsere höchste Auszeichnung. Es ist der Ehrenring des Landes Steiermark. Aber gebt ihn doch schon her, sonst verschwindet er ja noch. Ja, du hast doch noch einen zweiten. Ja, und zwar den Ehrenring der Stadt Graz. Wer von uns hält die Laudatio? Kinder, wenn man schon so nach langer Zeit wieder mit guten Freunden zusammen ist, sprechen wir doch lieber von der Vergangenheit. Ja. Erinnert sie euch noch an das Mädchenpensionat? Und ob? An die Vorsteherin, die Amanda. Und Dr. Thomas, den Fischlehrer. Die Mädchen waren alle in ihn vernarrt. Ja. Und wie waren alle eifersüchtig? Ja, da war der Lorenz, der Schuldiener, immer unsere Briefel hin und her getragen hat. Meine, man sieht es Ihnen gar nicht an, dass Sie in der Jugend so bunt getrieben haben. Das liegt doch so weit. Ja, aber dass du dich immer noch daran erinnerst. Ja, du bist doch in der ganzen Welt herumgegangen. Jawohl, und ich habe sogar anhand dieser Erinnerungen eine Operette geschrieben, die den Titel führt, Wenn die kleinen Veilchen blieben. Lorenz bleibt. Seit drei Tagen haben die Mädels nichts von sich hören lassen. Da kommt er ja. Na, endlich. Ah, Lorenz, wo warst du denn so lange? Hast du keine Post? Ja, wo sind Sie vier Sternbild? Ich? Waage. Oi, oi. Da werden Sie heute noch eine große Überraschung erleben. Hm? Der Hans. Schau mal, das sind doch die Briefe, die wir den Mädels geschrieben haben. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, Sie werden eine Überraschung erleben. Die Damen haben die Annahme verweigert. Warum? Weshalb? Wieso? Weshalb, warum, wieso? Weil Sie Damen erfahren haben, dass Sie ein Spottlied über den Dr. Thomas gesungen haben. Und die Damen, die lassen Ihren Doktor nicht beleidigen. So, was machen wir? Ja, was? Studentenfest steht vor der Tür und wir? Na, Lorenz, du musst uns eine Unterredung mit den Mädels verschaffen. Hm? Das ist ganz ausgeschlossen. Ich bin ja im Pensionat Schulwart und nicht in der Universität. Wenn auch die Frau Vorsteherin ihre Tante ist, ist ausgeschlossen. Wenn die da etwas erfährt, mein Gott, die ist ein Löwe. Die ist heute großartig aspektiert. Und was ist morgen? Morgen ist sie schlecht aspektiert. Ja? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Hm? Die Damen machen ihren Morgenspaziergang, allerdings in Begleitung von Fräulein Gundak. Die stört es nicht. Aber was werden wir den Mädels sagen? Na, vielleicht. Ich habe ein Mädel gern, ein kleines Mädel gern. Das ist der gute Stern, der mich durchs Leben lenkt. Ich danke Gott dafür, dass er das Mädel mir, das kleine Mädel mir allein nur hat geschenkt. Blickt sie mich dankend wann aus lieben Augen an, fühl ich den Zauberwand, der Locken sie umgeht. Ich habe ein Mädel gern, ein kleines Mädel gern, und bete Tag und Nacht, dass sie mich liebt. Ich habe ein Mädel gern, ein kleines Mädel gern. Warten Sie der Pensionat, ha? Ich habe ein Mädel gern, ein kleines Mädel gern. Das ist der gute Stern, der mich durchs Leben lenkt. Ich danke Gott dafür, dass er das Mädel mir, das kleine Mädel mir allein nur hat geschenkt. Blickt sie mich dann und wann aus lieben Augen an, fühl ich den Zauberwand, der Locken sie umgibt. Ich habe ein Mädel gern, ein kleines Mädel gern, und bete Tag und Nacht, dass sie mich liebt. Ein Telegramm für Thaler. Ah ja, geben Sie her. Nix. Ja. Steht schon wieder nicht drauf, ob Institut oder Heinz Thaler. Aus Innsbruck, nur das ist für mich. Ich habe meinen Onkel um Geld angepumpt. Ja, was ist denn der Onkel für ein Sternbild? Ich glaube, Skorpion. Da haben Sie Glück, vielleicht schickt Ihnen ein Geld. Ja? Skorpione begehen heute ihre größte Dummheit. So? Na, was ist? Schickt er nun Geld oder schickt er keinen? Na, was steht drin? Na, Moment. Mittagszugversorgung kann leider erst mit Abendzug eintreffen, Dr. Hermann Frank. Na, das Telegramm ist nicht für mich.
Moment mal, Dr. Hermann Frank, den kenne ich doch. Das ist doch der mit dem Spitzbart, der neue Lehrer, den Tante Amanda engagiert hat. Aha. Mittagszug versäumt. Nur das wäre doch was. So, meine Damen, wir beginnen nun mit einem der interessantesten Kapitel der französischen Geschichte, Ludwig der 15. Fräulein Liesel Mölz, was hat Ludwig der 15. während seiner Regierungszeit erobert? Die Pompadour? Aber. Hm? Die Lothringen hat er erobert. Ach, jetzt weiß ich es. Setzen Sie sich. Fräulein Trude Schoderbürg, was hat Ludwig der 15. während seiner Regierungszeit verloren? Die Dubarry. Die Dubarry. Meine Damen, Sie denken nur an die Mätressen des Königs. Die amerikanischen und kanadischen Kolonien hat er verloren. Ja. Ja. Ich muss allerdings zugeben, dass die Frauen in seinem Leben eine größere Rolle gespielt haben als die Kolonien. Das Leben Ludwigs, in der Tat, war etwas amorös. Und viel davon berichtet hat die Chronik. Skandalös. Und hielt er viel auch von Kultur. Sein Motto war, toujours l'amour. Die Zügel führte eine Frau. Und das war die Pompadour. Ja, die Madame Pompadour. So was gab es einmal. Aber was man von ihr spricht, das taucht nicht für den Unter. Ja, die Madame Pompadour hielt nicht viel von Treuschwur. Auch bei ihr gab es oft Skandal. Ja, mehr davon das nächste Mal. Ja, unser Ludwig war im Schwung, im Alter noch sehr stramm. Ja, er hat zum Beispiel. Naja, die anderen riefen Vive le Roi, er selbst rief Vive la femme. Und eines Tages, naja, c'est la vie. Man weiß nicht wann, man weiß nicht wie. Da sah er eine schöne Frau. Ja. Und das war die Dubarry. Tja, die Madame Dubarry. Die war wirklich ein Genie. Aber was man von ihr spricht, das taucht nicht für den Unterricht. Ja, die Madame Dubarry hielt nicht viel von Prüderie. Auch bei ihr gab es oft Skandal. Ja, mehr davon das nächste Mal. Wir veranstalten eine Lotterie. Wie denn? Ja, es geht um seine Sachen. Komm! Oh ja! Wir werfen Zettel in diesen Korb. Ja, jeder nimmt einen Zettel. Und die Gewinne sind die Gegenstände, die hier auf dem Tisch haben. Ja? Schreibt auf. Rotstift. Ja. Bleistift. Ja. Feder. Ja. Radiergummi. Ja. Bleistiftspitze. Lineal. Und sein Kalender. Das ist doch Unsinn. Aber warum kommen wir mit ehrlich? So, und das hier ist der Hauptgewinn. Wer den zieht, gewinnt Dr. Thomas. Oh! So, und jetzt mischen. Sagen fest. Achtung, Verlosung. Bleistift. Radiergummi. Kalender. Lineal. Feder. Nichts. Er. Der Hauptgewinn. Du? Natürlich, das kann man, wenn der Bräutigam nicht da ist. Ja, und ich bin der Standesbeamte. Ja, und notwendig auch zur Hochzeit, schnell. Herr Dr. Thomas, sind Sie gewillt, Fräulein Liesel Mölz zur Frau zu nehmen? Ja. Fräulein Liesel Mölz, sind Sie ihrerseits gewillt, Herrn Dr. Thomas zum Mann zu nehmen? Ja. Ich erkläre Sie für verheiratet. Was ist denn hier los? Hier, hier.
hier los ist, will ich wissen. Wir haben Hochzeit gespielt. Hochzeit? Liesel hat Herrn Dr. Thomas geheiratet. Herr Dr. Thomas. So. Wir werden noch darüber sprechen. Wir schneiden den Mund raus. Ja. Unsinn! Sind doch froh, dass wir hier sind. Unsere Väter zahlen doch genug dafür. Richtig. Los, wir machen weiter. Den Hochzeitstanz. Spielen die jungen Damen Hochzeit. Fräulein Münz war die Braut und Sie, Herr Doktor, haben sie geheiratet. Die Liesel? Das wusste ich gar nicht. Ach, egal, ihr vertrauliches Benehmen den Mädels gegenüber hat dieser Liesel, wie Sie sie nennen, Flausen in den Kopf aber gesetzt. Aber ich bitte Sie, Frau Ich bitte Sie alle beide. Herr Dr. Frank muss jeden Moment eintreffen. Ich möchte nicht haben, dass er den Eindruck gewinnt, dass unter meinem Lehrpersonal Uneinigkeit herrscht. Da ist er. Herr Dr. Hermann Frank, Ihr neuer Kollege. Wir wollen ihn empfangen. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Pardon, entschuldigen Sie, sind Sie Astrologe? Mhm. Ich ja, auch. Ja, ja, ich bin Schütze. Was sind Sie bitte? Skorpion, erste Dekade. Oje, da sind die Sterne heute gar nicht hold. Sie haben sich in etwas eingelassen und wissen noch gar nicht, wie es ausgehen wird. Ja? Jetzt tragst du das Gepäck hinein. Na, gehen wir. Ach. Willkommen. Willkommen, lieber Herr Doktor. Es ist sehr erfreut. Holen Sie die Damen. Bitte. Ihre Kollegen, Fräulein Dr. Gundacker. Sehr erfreut. Herr Dr. Thomas. Sehr erfreut. Hatten Sie eine gute Fahrt? Eine sehr gute Fahrt, gnädige Frau. Fräulein. Oh. Bitte die Damen. Meine Damen, ich stelle Ihnen einen neuen Lehrer vor. Herrn Dr. Frank. Würden Sie ein paar Worte an die Damen richten? Bitte. Meine Damen, erwarten Sie von mir keine große Rede. Es kommt darauf an, dass wir A, nähere Beziehungen aufnehmen, B, Verbindungen knüpfen, was ja C, genau dasselbe ist. Und in diesem Sinne möchte ich die Gemeinde, So kann nur ein Skorpion reden. Und in diesem Sinne möchte ich gleich mit meinem Unterricht in Naturgeschichte beginnen und den Damen in der Natur die Geschichte erklären. Darf ich die Damen bitten, in den Park zu gehen, falls sie einen haben? Aber gewiss, Herr Doktor. Ja, also dann später. Darf ich die Damen bitten? Bitte folgen Sie mir. Rasch, rasch. Was halten Sie von Dr. Frank? Bisschen merkwürdig. Er hat eine sehr moderne Lehrmethode. So, meine Damen, jetzt sollen Sie mich richtig kennenlernen. Oh,
Bitte. Aber hier bleiben. Ich habe hier bleiben, meine Damen. Bitte. Trude, Steffi. Naja, unsere Briefe haben Sie nicht angenommen, deshalb komme ich persönlich. Aber wenn Sie immer noch böse sind, dann muss ich Verstärkung holen. Dienstmann gefällig! Wie konnten Sie uns so erschrecken? Ich habe nicht gewusst. Ich habe doch nicht gewusst, dass mein Anblick so furchterregend ist. Es wundert mich nur, dass Sie nicht gleich die ganze Burschenschaft mitgebracht haben. Die anderen warten draußen. Wenn Sie wünschen, ich kann Sie holen. Nein, nein. Gehen wir darüber. Gern. Also, schießen Sie los. Sonntag ist unser Studentenfest. Wenn Sie nicht kommen, haben wir keine Tänzerinnen. Ach so. Nur damit Sie Tänzerinnen haben, sollen wir also wieder gut sein. Ja. Schade, dass dieser Armer aus Stein ist. Ein Pfeil und Sie werden in mich verliebt. Da müsst ihr schon mit einer Kanone kommen. Liesel, wenn ich ehrlich sein soll, dann bin ich nicht wegen des Festes gekommen. So? Nein, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie liebe. Aber das geht doch alles nicht. Warum denn nicht? Wir könnten uns niemals sehen, niemals ausgehen. Ja, aber eines Tages wird die Schule doch vorbei sein und... Der Herrgott schrieb, oh, habt euch lieb, drum sag nicht nein, sag ja und die Welt ist mein, der Herrgott schrieb, oh, habt euch lieb, er lacht gewiss, wenn ich dich küss. Er hat das Küssen ja für uns erfunden, es ist verbunden mit schönen Stunden. Der Herrgott schrie, oh, habt euch lieb, es ist gewiss, jeder Kuss gehört zum Schluss nicht ins Paradies. So ein Student ist verwöhnt, denn er glaubt an jedes Mädel, fliegt ihm zu. Fliegt dem Lachen zu. Küsst ihn gleich im Nu. Küsst ihn gleich im Nu. Nicht zum Machen, nur zum Lachen. So ein Student hat Talent, mit den Worten zu jonglieren. Meisterhaft. Ja, ganz meisterhaft. Ganz meisterhaft. Ja, ganz meisterhaft. Das möchte euch so passen. So ein Student, der entlehnt die Gefühle niemals sich von anderswo. Nur von anderswo. Nein, wir sind nicht so. Ihr seid immer so. Worte, Worte, nichts als Worte. So ein Student, der bekennt immer treu und offen, was die geheimsten Wünsche hoffen. Mit Gefühl treib ich kein Spiel. Oh, habt euch lieb. Drum sag nicht nein, sag ja. Sag ja und die Welt ist mein. Der Herrgott schrieb, oh, habt euch lieb. Er lacht gewiss, wenn ich dich küss. Er hat das Küssen, ja. Verbunden mit schönen Stunden. Der Herrgott schrie, oh, habt euch lieb. Es ist gewiss, jeder Kuss wird zum Schluss nicht ins Paradies. She gives not, she doesn't. So streng. Na, noch immer böse? Nein. Na also. Aber ich mag es nicht, dass dich diese Mädels so ansehen. Überhaupt diese Liesel. Eifersüchtig? Du bist doch meine Frau. Eben. Nein. Aber dieses dumme Verbot, dass kein Ehepaar hier angestellt werden darf, macht mich wahnsinnig. Ich halte dieses Versteckenspiel nicht mehr aus. Ja, das ist bald vorbei. Wenn ich meinen Kredit bekomme von der Bank, und die bekomme ich, dann machen wir unser eigenes Pensionat auf und wir haben so ein Pensionat. Aber alles, was wir wollen. Na? Ist doch schön. Noch böse? Na. Aber es war alles meine Schuld. Aber nein. Ja, von Anfang an. Du hättest die Uniform nie ausziehen dürfen. Nur weil wir das Geld für die Kaution zur Heirat nicht hatten. Ja, das ist doch schon längst vorüber. Was hat sich denn so viel geändert? Hm? Früher habe ich Husaren abgerichtet und jetzt unterrichte ich hübsche junge Mädchen. Oh, das ist doch viel amüsanter. Oh,
oder? Und Sie kommen wirklich? Wenn wir dürfen. Aber ihr müsst jetzt gehen. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, Kappenstreich! Los, schnell über die Mauer! Nein, das geht über nicht, die sind Eisenspitzen. Meine Damen, Sie müssen so... Sag, was mache ich Ihnen da? So was... Was ist denn der Skorpion? Lorenz, Sie müssen uns helfen. Wir müssen hier verschwinden. Was heißt helfen? Was soll Ihnen helfen? Wie's was? Versteckt sich von mir aus unter den Tisch. Kommt schnell, geh mal. Und was ist mit uns? Meine Damen? Stimmt. Hallo! Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wo Dr. Frank und die anderen Damen bleiben. Ja, die werden schon kommen. Doch, werden schon kommen. Aber er hat doch eine sehr moderne Lehrmethode. Ja, aber so spät. So, da wären wir. Ach, Herr Doktor, wir waren schon so besorgt. Jo, ich habe nur den Damen die Gestirne erklärt. Ja, es ist gut. Bei uns wird nämlich punkt 8 Uhr schlafen gegangen. Ja, hier muss es ja sein. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Oh! Gestatten Sie, mein Name ist Dr. Frank. Ich habe doch die Ehre mit Fräulein Amanda Thaler. Ja, aber allerdings. Ich meine, Sie haben doch mein Telegramm bekommen. Nein. Ja, aber Sie sind doch schon längst hier. Bitte? Ich meine, der Herr ist doch Dr. Frank. Was? Sie sind also Dr. Frank. Jawohl. Ich bin Dr. Frank. Das ist eine unerhörte Anmaßung von Ihnen. Das ist eine ungehörte Beleidigung Ihrerseits, auf die nur erwidern kann. Hinaus? Hinaus? Aber jetzt, wenn diese mysteriöse Angelegenheit restlos geklärt ist, runter mit dem Zeugs. Heinz! Ich bin gelüftet. Du verlässt sofort dieses Haus. Mit dem größten Vergnügen, liebe Tante. Auch das noch, Herr Doktor. Ich habe genug. Ich habe mir allerdings die Städte meines neuen Wirkungskreises anders vorgestellt. Das ist hier keine Erziehungsanstalt. Das ist hier ein Vergnügungslokal. Adieu. Gottes, Frau Direktor. Skandalös. Meine Damen, Sie müssen schlafen gehen. Gute Nacht. Es ist höchste Zeit. Gute Nacht. Gute Nacht. Kommst du noch zu mir? Aber das geht doch nicht. Warum nicht? Wenn man uns sieht. Komm ich eben zu dir. Schau, der Mond scheint so schön. Seit wann bist du so romantisch? Verliebte sind immer romantisch. Verliebte? Ja. In wen bist du denn verliebt? Etwas ganz Ausgefallenes. Meine eigene Frau. Wir müssen vorsichtig sein. Dann bring ich dich eben in dein Zimmer. Komm. Manches Mal frage ich dich, denkst du, wenn's Abend wird, auch an mich? Schau, das Licht verglüht, die Sehnsucht blüht und wird so selten müd. Wenn ich dann schlafen soll, fühle ich mich einsam und wehmutsvoll. Du bist nicht hier, doch fliegt zu mir ein Wort von dir. Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen, man schläft so wunderschön nach einem Kuss, von dem man träumen muss, doch ungeküsst kannst du nicht ruhig sein. Du schlummerst gar nicht ein und fühlst dich so allein. Du machst die Augen zu und findest doch keine Ruhe, weil dir die Liebe fehlt. Ach, ich glaube nicht. Schließlich ist doch Amanda seine Tante. Das gibt doch auch für Sie einen Skandal. Komm, ich mal schon als Dr. Frank. Ja. Meine Damen.
Damen, meine Damen, bitte erwarten Sie von mir keine große Rede. Ich habe Hunger. Ich gehe noch in die Küche mir einen Apfel holen. Gute Nacht. Diese Schlange. Er ist aber auch nicht besser. Das hätte ich nie erwartet. Aber sie hat ihn verführt. Schließlich ist er ja nur ein schwacher Mann. Tja. Aber du hast ja recht. We'll be right back.
Damen ausgeschlossen. Die Damen dürfen das Fest nicht besuchen. Ich bin glücklich, Herrn Dr. Frank wiedergewonnen zu haben. Wir wollen uns ja bei Herrn Dr. Frank entschuldigen. Ja, so etwas wie gestern wird nicht wieder vorkommen. Dürfen die Mädels jetzt kommen? Mädels? Damen? Ich nehme die Entschuldigung an. Ich werde mich dafür einsetzen, den Damen den Besuch des Festes zu gestatten. Ja. Unter einer Bedingung, dass auch der Lehrkörper eingeladen wird. Wir bitten um die Ehre. Guten Morgen. Morgen. Lisa. Herr Doktor. Was haben die Mädchen? Ich muss mein Englischheft holen. Ihre Mitschülerinnen sind so komisch mir gegenüber. Als hätten Sie was gegen mich. Ich wüsste nicht, Herr Doktor. Wirklich nicht, Lisa? Nein, sehen Sie. Was ist los? Wir haben Sie gestern Nacht mit Fräulein Gundacker gesehen. Sie haben sie geküsst. In Ihrem Zimmer. Ach, deshalb seid ihr böse. Tja, was soll ich da sagen? Denken Sie deshalb nicht schlecht von Fräulein Gundacker. Wissen Sie, es gibt Dinge im Leben, die sich nicht so erklären lassen. Ich werde Ihnen einmal alles erzählen, aber später, jetzt nicht. Und dann werden Sie alles verstehen. Na, noch immer böse? Fräulein Münd? Na? Bitte, das hilft. Danke, und geh zu den anderen Mädels, ja? Ja. Was ist jetzt? Das jetzt? Ich glaube, ich habe mich eben davon überzeugt, der Herr Professor hat sich in seine Schülerin verliebt. Aber Hilde, seid doch nicht so. Die Mädchen haben gesehen, dass ich gestern Abend bei dir im Zimmer war. Was? Und dass wir uns geküsst haben. Nein. Ja. Vielleicht ist es besser so, lange lässt es sich doch nicht mehr verbergen. Ja, aber wenn die Mädels jetzt reden? Ja, dann sage ich eben, dass ich das Verbot umgangen habe, dass du meine Frau bist und dass ich dich liebe. Weißt du das ganz genau? Die eine bist du, sonst brauch ich keine, ich wusste nicht wozu. So lieb wie du war noch keine bis jetzt, den anderen sag ich Dankeschön, bin besetzt. Ich lieb nur eine und keine dazu, und diese eine, die eine bist du. Ich brauche keine Herzogin, Königin, Kaiserin. Ich lieb nur eine, die eine bist du. Eins ist gewiss im Paradies, da war der Adam, der Eva noch treu. Er liebt sie sehr, sie ihn noch mehr. Sagen noch heut gerne die Leut, die paradiesische Zeit liegt so fern. Dann denke ich heimlich an dich, denn ich bin ganz unmodern. Ich lieb nur eine, die eine bist du. Sonst brauch ich keinen, ich wüsste nicht wozu. So lieb wie du war noch keiner bis jetzt. Den anderen sag ich Dankeschön, bin besetzt. Ich lieb nur eine und keine dazu. Und diese eine, die eine bist du. Es muss ja doch kein Herzog sein, König sein, Kaiser sein. Ich lieb nur eine, die eine. Mitkommen ist doch das Fest im Eimer. Mir wird schon noch was einfallen. Hoffentlich. Die Hauptsache ist, wir halten zusammen. Hm? Aber ja, sicher, ja.
Drei Chorstudenten mit vier Talenten, doch ohne Renten stehen vor dem Tor. Drei junge Herzen flammen wie Kerzen, blicken voll Schmerzen zum Fenster empor. Drei kleine Mädels sehen wir allnächtlich in allen Träumen, die Gott uns gibt. Frühling, du siehst es, Frühling, du hörst es, Frühling, wir sind so verliebt. Es lebe die Liebe, wer weiß denn, was morgen geschieht. Es lebe die Liebe, die Heiß und Herz durchzieht. Täglich sagen wir dem Frühlingswind, siehst du irgendwo ein schönes Kind? Dann grüßt es von uns, dann küsst es von uns. Es liebe die Liebe, solange die Welt zusammen noch hält. Es lebe die Liebe mein. Da ist die Liesel, geht schon mal voraus. Hm? Viel Glück. Ich bin froh, dass ich Sie sehe. Liesel. Ja, aber wenn uns jemand sieht. Hm? Mhm. Komm. Ah. Verliebte haben eben einen Schutzengel. Verliebte? Mhm. Sind Sie so sicher, dass ich in Sie verliebt bin? Ganz sicher. Sonst würden Sie nicht so rot werden, wenn Sie mich ansehen. Ich rot? Mhm. Das stimmt nicht. Doch, doch, eben jetzt schon wieder. Liesel. Haben Sie schon einmal geküsst? Nein. Aber Sie küssen anscheinend gern. Oh ja. Das heißt, es kommt ganz drauf an, wen? Ja, gibt es aber zwischen Kuss und Kuss einen Unterschied? Na ja, das will ich meinen. Da gibt es zum Beispiel die Pflichtküsse. Na, die sind so, als wenn man jemand einen kalten Frosch in die Hand drückt. Das Gefühl kenne ich nicht. Mir hat noch nie jemand einen kalten Frosch in die Hand gedrückt. Ja. Aber dann gibt es auch Freundschaftsküsse und Liebesküsse. Naja, ein Kuss will nicht beschrieben werden. Ein Kuss will geküsst werden. Aha. Schließen Sie mal Ihre Augen. Beide. Ganz fest. Aber ein heißer Frosch. Liesel. Weg ist sie. Noch schwebt ein süßer Duft um mich und spricht, ich liebe dich. Kaum fand mein Herz das rechte Wort, gingst du von mir schon fort. Ich wollte dir so viel sagen, ich wollte dich so viel fragen. Doch jetzt erst stellt das Wort sich ein, das dich umspiele wie warmer Sonnenschein. Du. Ich auch immer tu, schließ deine Augen zu. Noch brennt auf meinem Mund sein Kuss,
dieses Jahr. Mein Herz ist die Sonne, was ich auch immer tu. Schließ deine Augen zu. So, jetzt wisst ihr es. Entweder die Mädels dürfen nicht kommen oder die Lehrer kommen mit. Ja. Na, dann haben wir kein Studentenfest, sondern ein Tanzschulgrenzchen. Ja. Da gibt's nur eins: Absagen. Ja, ja, na, das müssen wir doch mit den Mädchen besprechen. Ja, der Lorenz wird uns doch helfen. Der Lorenz! Ich? Ausgeschlossen. Ja, aber Lorenz. Nein, ganz ausgeschlossen. Die Frau Direktor ist ein Löwe. Ja? Und Löwen sind immer. Gut aspektiert. Falsch. Aber sind die Löwen immer? Bissig. Schaut, wer dort oben sitzt. Der Dr. Thomas. Der ist an allem schuld. Der Pharisäer. Wisst ihr was? Wir lassen einen Rundgesang steigen. Ich kenn ein Pensionat, ein Mädchenpensionat, das wohl im ganzen Land die schönsten Mädchen hat. Doch man hält sie feste, so wie immer Reste. Doch man hält sie feste, so wie immer Reste. Es geht ein Rundgesang um unseren Tisch herum, Es geht ein Rundgesang um unseren Tisch herum. Die Frau Direktor spricht, das Fest, das darf nur sein, wenn die Studenten auch die Lehrer laden ein. Und der Grund vom Ganzen, sie will einmal tanzen. Und der Grund vom Ganzen, sie will einmal tanzen. Es geht ein Rundgesang um unseren Tisch herum, Es geht ein Rundgesang um unseren Tisch herum. Bravo, bravo, guten Abend, meine Herren. Darf ich mitsingen? Ja. Und Sie mich begleiten? Gern. Es geht ein Rundgesang um diesen Tisch herum, Die Professoren sind beim Fest kein Publikum. Lehrerinnen und Lehrer stören die Verehrer. Lehrerinnen und Lehrer stören die Verehrer. Es geht ein Rundgesang um diesen Tisch herum, Es geht ein Rundgesang um diesen Tisch herum. Die Professoren sehen vieles halt nicht ein. Die Herren Studenten sollen Mustermenschen sein. Immer nur studieren, das sollen sie probieren. Was? Immer nur studieren, das sollen sie probieren. Es geht ein Rundgesang um unseren Tisch herum, Es geht ein Rundgesang um unseren Tisch herum. Darf ich mich zu Ihnen setzen, meine Herren? Selbstverständlich, bitte nehmen Sie doch Platz. Schnell, hol was zu trinken. Ja. Wie ich sehe, haben Sie Kummer? Tja, naja. Die Amanda, ich meine die Frau Direktor, sie lässt die Mädels nur zu unserem Fest kommen, wenn die Lehrer mit eingeladen sind. Das ist natürlich ein Unsinn. Oh, verzeihen. Naja, ich verstehe, aber lassen Sie nur. Aber wenn die Amanda, ich meine, wenn die Frau Direktor etwas angeordnet hat, dann bleibt's dabei. Ja, was sollen wir nun tun? Ja. Tja, was sollen wir tun? Selbst ist der Mann. Ich war auch einmal jung. So aber, danke. Aber ich war in der Kadettenschule und da ist es ein bisschen strenger zugegangen als hier. Wir haben uns auch in Pensionatsschülerinnen verliebt. Und Sie konnten sich mit ihnen treffen? Oh ja, so oft wie wollten. Wie haben Sie das gemacht? Und wie? Da gab es viele Möglichkeiten. Ja, was war das denn zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel den Schulwart bestochen. Den Schulwart bestochen? Was höre ich da? Mit was? Mit das? Bewilligt. Und er hat uns dann ein großes Loch in die Mauer gemacht vom Schulgarten, wo wir durchgekrochen sind. Ja? Ja, und man hat sie nicht gesehen? Aber nein, er hat eine künstliche Hecke davor gestellt, die man wegrücken konnte. Das ist aber rassistisch. Ja, und wenn einer der Lehrer gekommen ist? Da waren wir schon wieder raus. Und wie schnell. Und konnten Sie die Mädchen auch außerhalb des Instituts sehen? Aber natürlich. Ja, aber wieder? Ja, da gibt es viele Schliche. Ne? Da hatten wir etwas Raffiniertes. Die Mädchen hatten die Erlaubnis, das Pensionat in Begleitung von Verwandten vor ein paar Stunden zu verlassen. Wenn also der Vater oder die Mutter oder die Onkel oder die Tante kamen, ja, dann dürften sie mit ihnen ein paar Stunden spazieren gehen. Aber unsere Mädchen kommen doch von überall her. Die haben keine Tanten in Graz. Ja. Wenn man keine Tante hat, muss man eben eine suchen. Was heißt suchen? Naja, die holt dann das Mädchen ab, ne? Und man hat Zeit in eine kleine Konditorei, bei einem Kuchen und eine Tasse Schokolade, schön zu plaudern über die Zukunft, ne, über den Frühling, über die Liebe. Von der Liebe.
Ja, ich glaube, jetzt muss ich gehen. Meine Herren, es hat mich gefreut, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, was habe ich euch gesagt? Der Pharisäer ist doch bestimmt keiner. Was wollte denn der hier? Schnüffeln? Schnüffeln? Ach, keine Rede. Du, der ist prima, den haben wir verkannt. Ich war gerade bei der Liesel. Ich muss sie wiedersehen, aber alleine. Ja, alleine? Hm? Das ist sehr leicht möglich. Hm? Ja, das ist sehr leicht möglich. Aber da muss eine Tante her. Das war der schöne Theobald, der Theobald, der Theobald, der war nach meinem Stil, auf Hass und im Profil. Das war der schöne Theobald, der Theobald, der Theobald, und wer ihn jemals hat gesehen, der wird mich gut verstehen. Keiner war mehr charmant, keiner so elegant, seine Kleidung war perfekt. Es keinen Schund. Ja, man sah sofort ihn an, jeder Zoll ein Gentleman. Selbst der Prinz von Wales, der war gegen ihn ein Hund. Und die Frauen ganz verrückt, die flüsterten entzückt. Das ist der schöne Theobald, der Theobald, der Theobald, der wäre nach meinem Stil, en Fass und im Profil. Das ist der schöne Theobald, der Theobald, der Theobald, der, wer ihn jemals hat gesehen, der wird mich gut verstehen. Ja, was machen Sie denn da? Ja, wer sind Sie denn? Entschuldigen Sie, mein Name ist Lorenz. Lorenz? Ich bin im Zeichen des Schützen geboren, bitte. Und welchen Sternbild sind Sie geboren? Ich bin ein Wassermann. Aber Sie können mich trotzdem auf Sekt einladen. Also, die lacht wie ein Kronluster. Eine andere Frage, bitte, ich möchte Sie gerne. Können Sie eine Tante spielen? In welchem Stück? In gar keinem Stück, im Leben, Natur. Sie bekommen eine wunderbare Gage. Gage? Ja, aber nur eines wissen Sie, man darf sie nicht erkennen. Erkennen? Mich? Ich habe einmal im ersten Teil eines Programms eine Wiener Liedersängerin gespielt. Im Prater blühen wieder die Bäume. Und im zweiten Teil eine spanische Chanteuse. Pisa morena, pisa con garba, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Oye! Oye. Und kein Mensch hat mich erkannt. Das ist sehr gut. Bitte kommen Sie und jetzt setzen Sie sich einmal her. Passen Sie auf. Ich will Ihnen die ganze Sache genau erklären. Eins für den Frank Gundacker, eins für die Frau Direktor und eins für den Dr. Frank. Morgen, Morgen Lorenz. Wie geht's denn, Lorenz? Na, wie soll's mir schon gehen? Gegen Herzklopfen nimmt man Baldrian-Tropfen. Aber was nehme ich gegen Teppichklopfen? Das laufen Sie nicht so. Ist das dein Liesel da? Hier. Ihnen habe ich eine wichtige Mitteilung noch zu machen. Sie werden heute abgeholt. Ab? Ja, von Ihrer Tante. Welche Tante? Aber ich habe doch gar keine Tante. Ja, freilich haben Sie eine. Die Baronin Rheinstein aus Wien. Rheinstein? Ja, ja. Jetzt reden Sie nicht so viel und sagen Sie zu allen ganz einfach ja. Auf Wiedersehen. Ja, aber Lorenz! Lorenz! Und auf einmal bringt mir Lorenz diesen Brief. Von Horst? Natürlich von Horst. Ich betreibe doch keine Vielmännerei. Oh Gott. Also er schreibt. Holde, das bin ich. Mhm. Ich muss Sie wiedersehen. Und wenn ich durch die Mauer kommen müsste. Oh, schön, nicht? Jetzt kommen die wirklich durch die Mauer. Erwin! Sehen Sie, Freund Rude, ich habe mein Versprechen gehalten. Ja, was wollen Sie denn hier? Na, den Lohn für meine Tapferkeit kassieren. Einen Kuss. Hören Sie noch nicht auf mit der Küsserei? Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Hier. Wie gut Sie den Mund spitzen können. Tja, ich bin Trompeter im Studentenorchester. Erster. Erster? Mhm. Na dann. Sind Sie auch Trompeter? Nein, ich blase nur die Fußbälle auf. Ach so. Na los. Die Amanda! Mir nach! Na los, beeil dich doch! Au. Lady Fräulein, ich bin sehr glücklich, dass Sie mich zurückgeholt haben. Ich konnte mich einfach Ihrem bezaubernden Charme nicht entziehen. Oh. Darf ich einmal eine Frage stellen? Bitte. Gehört Ihnen dieses Pensionat einzig und allein?
Als junges Mädchen habe ich ein kleines Vermögen geerbt. Interessiert es Sie von wem? Nein, überhaupt nicht. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Nein, mich interessiert nur, ob Sie das noch zur Gänze besitzen. Ich besitze noch alles von damals. Auf Heller und Pfennig. Oh, Amanda. Verzeihen Sie, liebes Fräulein. Ich habe noch niemals eine Frau getroffen, bei der ich mir gesagt habe, die ist es. Aber Sie, Amanda, könnten Sie sich vorstellen, dass wir beide in einem Kuss versinken? Nicht doch, Herr Doktor. Hm? Das Küssen hat schon so viel Unglück über die Welt gebracht. Aber nicht doch. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer das Küssen erfunden hat. Oh, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Also im Altsteinzeitalter, im Paläolithikum, da entdeckte der Mensch, dass Salz Kühlung bringe. Und im Mittelsteinzeitalter, also im Mesolithikum, da machte der Mensch die Entdeckung, dass wenn er mit seinen Lippen die Wange eines anderen Menschen berühre, dass er dann einen salzigen Geschmack verspürt. Und im Jungsteinzeitalter, also im Neolithikum, da entdeckte er, dass dieser Geschmack noch viel besser sei, wenn diese Wange einem Menschen gegenteiligen Geschlechts gehört. Und das Salz? Das hat man ja ganz vergessen. Amanda. Nicht doch, Herr Doktor, Sie sind ja ein Casanova. Amanda, das Salz kann man ja auch weglassen. Hast du dir wehgetan? Nein. Du hast dich gehalten wie ein Held. Tja, das kann man wohl sagen, gehalten. Du sagst ja plötzlich du zu mir. Na ja, jetzt, wo ich diese Philister kennengelernt habe. Und uns wollen die Liebe verbieten. Und sie selbst schäkern herum wie die Fledermäuse. Fledermäuse schäkern nicht. Fledermäuse hängen verkehrt an Bäumen. Aber schäkern müssen sie trotzdem. Wo kämen sonst die jungen Fledermäuse her? Auf jeden Fall lassen wir uns ab jetzt nichts mehr verbieten. Jawohl. Und heute Abend gehen wir aus. Ja. Du schleichst dich aus dem Haus, ich warte draußen an der Mauer und dann kriechst du durch unser Loch. Ja, und wohin gehen wir? Was die Stadt an Bildungsstätten hat, das sag ich dir im Nu, mein Mädchen. Na. Moulin Rouge, die Bar zum Fliederbusch, dann noch die Bar zum blauen Rädchen. So. Und dann den kleinen Pavillon zur Liebe, wo ich öfters zwei Schritt schiebe. Doch hab ich die Wahl, gibt's nur ein Lokal, das dich bildet kolossal. Na. Im Casino, da steht ein Pianino, da steckt man nur ein Groschenstück hinein. Im Casino spielt dann das Pianino den schönsten Tanz für uns zwei ganz allein. Und ein altes Glockenspiel klingt dazu mit viel Gefühl. Im Casino, da steht ein Pianino, das spielt so lang, man tanzen will. Das wär schön, ganz heimlich hinzugehen, ja, das wär eine feine Sache. Hallo! Ich schlag ein, da kannst du sicher sein, dass ich die feine Sache mache. Ja! Und liegst du heute Abend auf der Lauer, komm ich heimlich zu der Mauer. Und dann wird's famos, denn dann geht es los und der Spaß wird riesengroß. Im Casino, da steht ein Pianino, da steckt man nur ein Groschenstück hinein. Im Casino spielt dann das Pianino den schönsten Tanz für uns zwei ganz allein. Und ein altes Glockenspiel klingt dazu mit viel Gefühl. Im Casino, da steht ein Pianino, das spielt so lang, man tanzen will. Thank you.
großen Stift hinein. Im Casino spielt dann das Pianino den schönsten Tanz für uns zwei ganz allein. Und ein altes Glockenspiel klingt dazu mit viel Gefühl. Im Casino, da steht ein Pianino, das spielt so lang man tanzen will. Passen Sie auf, Sie wissen doch nicht, was die Baronin Rheinstein, ne? Natürlich, ich bin ja nicht blöd. Ja, das kann man nie wissen. Oh, das ist Frau Direktor. Guten Tag. Baronin Weinstein. Warte. Sie sagten doch Rheinstein. Ja, bitte, so sei es. So sei Das ist die Nebenlinie. Ja. Ihre Nichte wurde bereits verständigt. Ja, da kommt er hier. Tante, mein Kind! Lassen Sie, Liesel. Fräulein Münz, Sie haben 2 Stunden frei. In der Zeit können Sie mit Ihrer Frau Tante die Stadt besuchen. Danke, ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen, Frau Direktor. Auf Wiedersehen, Frau Baronin. Weinstein. Sie sagte doch Weinstein. Ja, das ist halt der... Eine Nebenlinie. Oh. Ne? Kommen Sie bitte. Liesel! Ich bin so glücklich, dass du gekommen bist. Dass Sie gekommen sind. Na, ich darf doch du sagen, oder? Wenn es meine Tante nicht hört. Komm. Schönes Wetter heute, nicht? Ja, ja, sehr schön. Schöne Aussicht, nicht? Ja, hoch. Mhm. Sie kennen das sicher alles. Ich komme ja selten hierher. Nur heute, da habe ich meine Nichte hergebracht. Die ist Schülerin im Mädchenpensionat und trifft sich da mit einem Studenten. Ein Mädchenpensionat? Ja. Wie heißt dann Ihre Nichte? Liesel. Liesel? Und Ihre Zuname? Liesel Dings. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber Sie sind doch Ihre Tante, oder nicht? Ja. Ich glaube, die hat keinen anderen Namen. Soll ich Ihnen was sagen? Solche Tanten wie Sie habe ich auch mal gehabt. Die holen dann die Mädchen ab vom Pensionat, damit sie sich mit den Studenten treffen können. Habe ich recht? Ja. Aber Sie werden es nicht verraten. Na, keine Angst. Als ich jung war, habe ich solche Tanten selbst erfunden. Leider habe ich mir diese Erfindung nicht patentieren lassen. Ja, und jetzt machen mir jeder nach. Sagen Sie, wer sind Sie wirklich? Molly Polly, Chanteuse im Casino. Wenn Sie einmal hinkommen, ich verschaffe Ihnen Hausbreite. Sehr freundlich. Wie war Ihr Name? Dr. Thomas. Doktor? Doktor habe ich auch einmal einen gekannt. In Innsbruck. Hermann Frank hat er geheißen. Dr. Frank? Sie kennen ihn? Ja. Nein. Ich habe immer Pupili zu ihm gesagt. Er wollte mich heiraten und auf einmal war er verschwunden. Der Pupili. Erzählen Sie weiter. Mir scheint, Sie kennen ihn doch. Nein, nein, aber Sie plaudern so interessant. Sieh, der Pupili, der war damals in Innsbruck. Ja. Ja. Das war meine Geschichte. Mhm. Aber von dir weiß ich gar nichts. Erzähl doch. Ach du, da gibt es nicht viel zu erzählen. Mein Vater ist Richter und ich studiere Jura. So? Naja, weil er es will. Aber werden. Werden möchte ich was ganz anderes. Ja, was denn? Du, jetzt fang ich an zu lachen. Nein. Ich möchte gern schreiben. Schreiben? Tja, aber keine Akten. Lieder möchte ich schreiben. Ja, hast du denn schon etwas geschrieben? Oh ja, ja, einiges. Hier, das... Das ist mein letztes Werk. Willst du es hören? Oh ja, gern. Wenn der Herbst gold und rot färbt ringsum die Bäume, welken im Herzen auch manche Liebesträume. Denn es muss der Student fort von seinem Mädelchen. Aus das Glück, noch ein Blick, und dann heißt es gehen. Und sie stehen wie so oft bei der alten Linde, wo sie sich heiß geküsst. Mhm.
doch er sagt, Mädel, nimm es nicht zu schwer, übers Jahr komm ich doch wiederum hierher. Wenn die kleinen Veilchen blühen, bin ich wieder bei dir, bei dir. Und wenn die Schwalben nach Hause ziehen, dann klopf ich leis an deine Tür. Wenn die kleinen Veilchen blühen, wie ein blaues Gedicht, so licht und schimmert wieder der weiße Flieder, dann bin ich wieder bei dir. Und es fällt leichter Schnee und die Wünsche wandern. Jeder hat Sehnsuchtsweh, eine nach dem anderen. Jeder träumt sich zurück in die sonnengoldne Zeit, wo der Wind süß uns lind sang von Seligkeit. Und sie stehen wie so oft bei der alten Linde, wo ein Herz Pfeil durchbohrt, friert in dunkler Rinde. Und er seufzt und sie seufzt und die Sehnsucht ist so tief und man schreibt jeden Tag sich den gleichen Brief. Wenn die kleinen Veilchen blühen, bin ich wieder bei dir, bei dir. Und wenn die Schwalben nach Hause ziehen, dann klopf ich leis an deine Tür. Wenn die kleinen Veilchen blühen, wie ein blaues Gedicht, so licht und schimmert wieder der weiße Flieder, dann bin ich wieder bei dir. Es war wirklich schön, Heinz. Möchtest du es haben? Gern. Schreibst du mir etwas drauf? Ja, gern. Meine innigst geliebten Liesel, in ewiger Treue. Dein HT. Danke. Wenn die kleinen Veilchen blühen, wie ein blaues Gedicht, so licht und schimmert wieder der weiße Flieder, dann bin ich wieder bei dir. Schöne Kollegin. Sagen Sie, haben Sie nichts Besseres zu tun, als mir nachzulaufen? Ehrlich gesagt, nein. Ich möchte gern ein Viertelstündchen mit Ihnen plaudern. Bitte kommen Sie doch, ja? Was wollen Sie denn von mir? Ich bin ein Verehrer schöner Frauen. Ich möchte Sie gerne
bewundern. Tja, und da sind Sie Junggeselle geblieben? Ja, das ist ja eine ganz andere Sache. Schauen Sie, der eine wünscht sich ein glückliches Heim und der andere ein heimliches Glück. Was fällt Ihnen ein? Oh, bitte seien Sie doch nicht so. Lassen Sie mich doch los! Sie, was belästigen Sie die Dame? Moment. Wie? Ja, was geht denn das Sie an? Mehr als Sie denken. Hans! Hans? Aha. Na, das habe ich allerdings nicht gewusst. In diesem Pensionat scheint ja allerhand vorzugehen. Glaubst du, dass er jetzt das weiß? Und wenn schon, wenn er wusste, was ich von ihm weiß. Pupeli! Gestört. Ich bin noch nicht angezogen. Die Vorstellung beginnt erst in einer Stunde. Wohin soll ich morgen kommen? Ins Pfandhaus? Ins Landhaus? Ja, das schreibe ich mal auf. Moment. Studentenfest Murania, Landhaushof. Ja. 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 Ich komme, Herr Doktor. Ich werde einen Mann treffen, der in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Welcher kann das sein? Pardon. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Ausgezeichnet, ja, aber vorher zahlen bitte. Ja. Das ist ja eigenartig. Ich hatte doch mal... Ich mach das schon. Liebenswürdig, ausnahmsweise, ja. Da sind wir noch einmal davongekommen. Ja. Da hätte ich mir eigentlich einen Kuss verdient. Ja. Für mich war es ein ganz köstlicher Abend. Zu dumm, dass ich meinen Schlüssel vergessen habe. Oje, oje. Ich werde versuchen, Lorenz mit einem Steinchen zu wecken. Exzellent. Fräulein Schoderböck, was machen Sie hier mit einem Mann? Ja, das Gleiche könnte ich Sie fragen. Noch dazu Mitternacht. Eben. Gute Nacht. Bitte nach Ihnen. Das ist... Ja. Hm? Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Wenn uns Fräulein Amanda sieht. Die soll uns ruhig sehen, bald ist das Schuljahr zu Ende und dann... Dann könnten wir uns doch verloben. So schnell? Du liebst mich doch. Mhm. Oder? Lippen sich heimlich schon küssen.
nächstes Jahr. Mein Herz ist dir so nah, was ich auch immer tu. Schließ deine Augen zu. Der war schon modern, wissen Sie, wie mein Vater getragen hat. Sagen Sie, Lorenz, warum sind Sie eigentlich ledig geblieben? Ja. Warum? Weil meine erste große Liebe war für mich eine furchtbare Enttäuschung. Ja, wieso? Wieso? Ja, Schuld daran waren die Sterne. Die Sterne? Ja, in meinem Horoskop ist gestanden, ich werde eine kolossale Überraschung erleben. Und das geht. Ja, und dann habe ich sie überrascht, am Abend miteinander. Haben wir gestritten. Ich habe ihr, eine Moralpredigt habe ich ihr geäußert. Ja, ja. Und was war dann? Und dann habe ich sie 5 Tage lang nicht gesehen. Aber warum? Warum? Weil ich erst am 6. Tag mein rechtes Auge habe aufmachen können. Das ist wieder typisch, Lorenz. Aber eines sage ich Ihnen, Fräulein Steffi. No. Wenn ich so ein reizendes Mädel hätte kennengelernt, wie Sie es sind, ich hätte schon gewusst, was ich Ihnen sage. Was hätten Sie denn gesagt? Du bist die Schönste, die jemals mir begegnet. Du bist die Sonne, wenn es ringt zum Regnen. Ich sage immer zu, so eine Frau wie du war seit der hellen Nacht schon nicht mehr da. Ja, sowas hätte ich gern. Für mich, der so wunderbar ist, selbst der Genghis Khan, dieser harte, aufgeborener Papst, reicht nicht heran an dich. Was für Goethe einst, Frau von Steinbach, was für Johann Strauss, Weidgesang und Wein war, was für Tristan war, die Isolde, all das du holde, bist du allein für mich. Der Schönste, der jemals mir begegnet. Du bist die Sonne, wenn es rings um regnet. Ich sage immer zu, so eine Frau wie du war seit der hellen Nacht schon nicht mehr da. Ja, sowas hätte ich gern, hätte ich gern. Aber es liegt so fern, hätte ich gern, hätte ich gern. Doch es liegt so fern. Was machen Sie da? Sie sind das wahnsinnig knusprige Beute. Sagen Sie, was machen Sie da? Das Fräulein Amanda hält sie für die Tante von Fräulein Liesl. Aber man hat Ihnen eine Gage versprochen. Die kriegen Sie auch. Ja, aber ich bin doch... Sie sind überflüssig. Und damit reden Sie nicht so viel. Jetzt kommen Sie mit mir ganz leise, damit Sie niemand sieht. Schleichen wir. Kommen Sie. Reden Sie nicht. Oh. Können Sie da passen? Da setzen Sie nachher. Ja. Damit Sie mir keine Dummheit mehr begehen. Und damit Sie keine Dummheit machen, bleibe ich bei Ihnen. Jawohl. So, hallo, können wir was zum Trinken haben? Aber natürlich. Ja. An Ordnung der Frau Direktor haben nur alkoholfreie Getränke hier zu stehen. Oh. Der Alkohol steht hier. Da steht er. Ja. Kommen Sie. Ein Cognac. Ja. Und du hast dich ganz allein mit ihm getroffen? Ja, und stellt euch vor, er ist ein Komponist. Ja. Mhm. Er hat mir auch ein Lied gewidmet. Ach nein, mir geht's nicht. Lies doch vor, bitte. Wenn die kleinen Veilchen blühen, bin ich wieder bei dir, bei dir. Und wenn die Schwalben nach Hause ziehen, dann klopfe ich leis an deine Tür. Darf ich einmal sehen, was Sie da haben? Nichts. Meiner innig geliebten Lieselin, in ewiger Treue, dein Hab.
Aha. Sie bekommen das später zurück. Tja, ankaufen wir noch. Hallo, bitte. Können wir noch Cognac haben? Nein. Lorenz, der Alkohol ist ein langsames Gift. Macht ja, ich habe ja Zeit, nicht? Bitte, ich auch. Sie mögen auch den Alkohol, oder? Ja, aber nur zwei Sorten. Welche bitte? Die inländischen und die ausländischen. Die hat einen blöden Locher. Heben wir auch noch einen? Der Alkohol ist der größte Feind des Menschen. Ja, aber man soll seine Feinde lieben. Ja, lieben schon, aber nicht trinken. Meiner innigst geliebten Liesel, in ewiger Treue, dein H.T. Ich nehme an, dass Sie wissen, wer dieser H.T. ist. Ja, ja, Herr Doktor. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Meiner innigst geliebten Liesel. Da bist du ja. Wollen wir tanzen? Nein, danke. Meine Herren Studenten, meine Damen, ich habe Ihnen eine, ich möchte sagen, freudige Mitteilung zu machen. Herr Dr. Hermann Frank und ich gedenken, den Bund fürs Leben zu schließen. Vorher hab ich noch etwas zu klären. Eine der Damen hat sich ein ungeheures Vergehen zu Schulden kommen lassen, wie es in meinem Institut noch nicht vorgekommen ist. Ich habe hier ein Papier in Händen, welches mir von Fräulein Dr. Gundaker übergeben wurde. Es handelt sich um ein Gedicht mit einer Widmung. Meiner innigst geliebten Liesel in ewiger Treue, dein H.T. Fräulein Münz, wer ist dieser H.T.? Hans Thomas, mein Mann. Hilde. Sie sind verheiratet? Das ist doch gegen die Statuten. Und Sie denn? Sie sind beide entlassen. Sehr richtig. Danke. Das erspart uns die Kündigung. Wir gründen in nächster Zeit sowieso unser eigenes Pensionat. Aber nicht mit mir. Verzeih, liebe Tante, aber Dr. Thomas ist unschuldig. Dieser H.T. bin ich. Heinz Thaller. Heinz! Fräulein Münz, Sie verlassen noch heute meine Schule. Ich verbiete den Damen in Hinkunft auch nur ein Wort mit den Herren Studenten zu wechseln. Ich bin dem Schicksal so dankbar, einen Menschen wie Dr. Frank an meiner Seite zu haben. Einen Mann von höchstem. Also bitte. Poppili! Wer ist das? Aber Kniffel, bitte regen Sie sich nicht auf. Schauen Sie, in Ihrem Horoskop steht doch Überraschungen in Herzenssachen. Gehen Sie. Komm! Wenn die kleinen Veilchen blühen, bin ich wieder bei dir. Und wenn die Schwalben nach Hause ziehen, bist du bei mir und ich bei dir. Wenn die kleinen Veilchen blühen, wie ein blaues Gedicht, so licht und schimmert wieder der weiße Frieden, dann bin ich wieder bei dir.
Tja, Operetten sind wie Märchen. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Jawohl. Und wenn die Musik nicht vergessen ist, dann spielt man es noch morgen. Und ich